Der FC Bayern ist weiterhin auf der Suche nach neuen Spielern, um sich für die neue Saison zu verstärken. Und mit Brekalo und Camavinga sind jetzt hier zwei weitere neue Namen in einem kleinen Transfer-Roundup für euch am Start. Von daher herzlich willkommen zurück hier auf FCB Insight. Ich bin euer Ahmed, das sind die News heute und wir legen direkt los. Wir fangen mit Josip Brekalo an, denn mit seinem Hattrick am vergangenen Wochenende gegen Union Berlin hat Josip Brekalo für viel Aufsehen in der Fußball-Bundesliga gesorgt. Der 22-jährige Kroate spielt eine starke Saison für die Wölfe und kommt auf 10 Torbeteiligungen in 28 Spielen. Aktuellen Medienberichten zufolge ist auch nun der FC Bayern an den Flügelstürmer aufmerksam geworden und beschäftigt sich mit einem Transfer für den kommenden Sommer. Wie der englische Daily Express jetzt auch berichtet, ist Brekalo nicht nur beim FC Everton, Leeds United und dem SSC Neapel ein Thema. Auch der deutsche Rekordmeister soll ein Auge auf den kroatischen Nationalspieler geworfen haben. Brekalo ist ja ein klassischer Flügelstürmer, der in Wolfsburg zumeist als Linksaußen eingesetzt wird. Als Rechtsfuß kann er jedoch auch auf den rechten Seiten spielen. Vertraglich ist der Offensivspieler noch bis 2023 an den Niedersachsenern gebunden. Sein Marktwert liegt laut transfermarkt.de bei 12 Millionen Euro. Der Kroate ist sicherlich eine interessante Option für die Bayern, vor allem mit Blick auf sein Preis-Leistungs-Verhältnis. Es bleibt jedoch fraglich, ob die Wölfe ihren Leistungsträger wirklich kommenden Sommer ziehen lassen werden. Vor allem, weil man vertraglich absolut keinen Druck hat. Zudem stehen die Chancen nicht schlecht, dass Wolfsburg gerne kommende Saison Champions League spielen wird. Damit könnte man Brekalo attraktive sportliche Perspektiven anbieten. Der zweite Name hier in unserer Liste ist Camavinga und er ist vertraglich nur noch bis Sommer 2022 an Stadren gebunden und der Youngster hat zuletzt eine Vertragsverlängerung ausgeschlossen und forciert sogar einen Wechsel am Ende der Saison. Zahlreiche Topclubs wurden in den vergangenen Monaten mit dem Top-Talent in Verbindung gebracht. Neben Real Madrid wird vor allem dem FC Bayern ein konkretes Interesse nachgesagt. Und wie die französische L'Equipe jetzt berichtet, hat der FCB bereits eine konkrete Ablösesumme im Kopf. Laut dem Blatt haben sich die Münchner ein Transferlimit in Höhe von 25 Millionen Euro für den 18-jährigen Mittelfeldspieler gesetzt. Demnach soll es sich bei dieser Ablöse um die absolute Schmerzgrenze der Bayern handeln. Mit Blick auf dessen Marktwert von 60 Millionen Euro und die Tatsache, dass es viele weitere zahlungskräftige Interessen gibt, dürfen die bayerischen Erfolgschancen bei dieser Summe sehr gering sein. Camavinga-Berater Jonathan Barnett hat erst diese Woche betont, dass ihm mehrere Angebote, gute Angebote vorliegen würden. Glauben Sie mir, wir haben viele Angebote in diesem Jahr, viele Angebote und gute. Ich rede von Topclubs, verrät dieser gegenüber dem Fernsehsender SNTV. Barnett macht zudem deutlich, dass bisher noch keine Entscheidung gefallen sei. Er muss erst mit seinem Vater sprechen. Wir werden uns alle hinsetzen und entscheiden. Wir werden auch mit Ren sprechen und entscheiden. Es gibt keine Eile bei ihm. Nach Informationen der L'Equipe ist auch Paris Saint-Germain mittlerweile in den Transferpoker eingestiegen. Demnach hat sich PSG-Sportdirektor Leonardo bereits mit den Vertretern von Stade Rennes getroffen. Von daher, es bleibt spannend, wer am Ende der schnellste ist oder die besten Chancen hat bei Camavinga. Wie wir in den letzten Wochen bereits berichtet haben, bleibt die Rechtsverteidigerposition weiterhin eine der größten Baustellen im aktuellen Bayern-Kader. Die Verpflichtung von Bonasor hat nicht wirklich die erhoffte Entlastung für Benjamin Pavard gebracht. Die Münchner sind weiterhin zu sehr abhängig vom Franzosen und dessen Leistungen auf der rechten Außenbahn. Und schon seit Monaten, das berichten wir, halten sich hartnäckig auch die Gerüchte, dass der FC Bayern im Sommer nochmals auf der rechten Verteidigerposition nachlegen möchte. Mit Hector Bellerin wird nun ein neuer Name an der Isar gehandelt, wie das Portal Transfermarkt Web berichtet. Bellerin wurde in den vergangenen Jahren immer wieder mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Der Spanier steht aktuell beim FC Arsenal unter Vertrag, soll dort jedoch keine wirkliche Perspektive mehr haben. Der 26-Jährige war lange Zeit Stammspieler und Leistungsträger in London. Die stagnierende Entwicklung des Clubs sowie ein Kreuzbandriss haben den ganz großen Durchbruch jedoch verhindert. Der vierfache Nationalspieler ist nur noch bis 2023 an Arsenal gebunden, das haben wir euch schon letzte Woche verraten und der Club soll durchaus gesprächsbereit sein mit Blick auf einen Wechsel im Sommer. Englischen Medienberichten zufolge liegt die Schmerzgrenze bei Bellerin bei 20 Millionen Euro. Damit wäre er deutlich günstiger als der zuletzt gehandelte Achraf Hakimi. Die Bayern würden damit auch einen erfahrenen Spieler erhalten, der den Konkurrenzkampf mit Benjamin Pavard deutlich anheizen würde. Neben den FC Bayern und
soll aber auch Juventus Turin, Inter Mailand und Paris Saint-Germain an Hector Bellerin interessiert sein und ein Auge auf den Abwehrspieler geworfen haben. Was haltet ihr von Brekalo, Camavinga und Hector Bellerin? Damit gerne in den Kommentaren und gerne auch vielleicht mal eine Wahrscheinlichkeit. Wer hat die größten Chancen überhaupt beim FC Bayern München am Ende zu spielen? Wir sehen uns in den Kommentaren. Ich war euer Ahmed, vielen Dank fürs Einschalten hier bei auf FCB Insight. Vergesst nicht zu abonnieren und all das könnt ihr nochmal in Ruhe nachlesen auf fcbinsight.de. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.